geht denn jetzt an? Also es hat sich enorm viel getan bei uns. Ja, nach den ganzen Mühen der Zeit und den Kosten, die investiert haben, ist jetzt endlich der Break-Even-Point gekommen, wo wir auch dran was verdienen. Und das freut uns alle halt riesig. Ja. Wir waren dann noch mit dem Wilson auf ein paar Messen. Wir haben auch an unserem Marketing-Auftritt gearbeitet. Und ja, was haben wir denn noch alles gemacht? Die Webseite. Genau, wir haben eine richtig tolle Webseite erstellen lassen. Und wir sind drauf gekommen, worauf die Amerikaner so stehen. Ja, genau so ist es. Und also ich kann nur sagen, es ist eigentlich wirklich was weitergegangen in der letzten Zeit. Und wenn alles gut geht, dann unterschreiben wir nächste Woche unseren Lizenzvertrag. Ja. Also es ist alles super angelaufen in den letzten Monaten. Aber die ein oder andere Überraschung, die hat es dann halt doch gegeben. Ja, auf einmal ist da ordentliche Rechnung von Mr. Holt bei uns am Tisch gelegen, die er für die Vermittlung von Mr. Harper, also um Charlie, wollte. Und es war schon ein Batzen Geld. Das war krass. Also mit uns hat er immer auf ziemlich kumpelhaft an und freundschaftlich, und immerhin waren wir auf der Hochzeit von seiner Tochter eingeladen. Ja, und die war von Anfang an hin und weg von unserem Wilson. Ja, und dann hat er gesagt, ja, der Wilson wird den Weltmarkt revolutionieren. Und ich meine, wir haben sie halt gedacht, dass er uns als Freund mit dem Charlie weiterhilft. Aber dass er uns als Freund so eine Rechnung vorlegt, also mit dem hätte man nicht gerechnet. Ja. Ich glaube, wir haben einfach die interkulturellen Unterschiede ein bisschen unterschätzt. Und in Österreich bedeutet so eine Hochzeitsanladung ja schon eine richtige Freundschaft. Ja. Ja, ich meine, die Amerikaner sind halt sehr freundlich, extrem freundlich eigentlich und sehr supportive. Mhm. Aber im Endeffekt sind es einfach knallharte Businessleute, die halt einem nichts schenken. Ja. Und am Ende will halt jeder sein Stück vom Kuchen, und das ist halt überall so. Ja, aber Gott sei Dank haben wir das dann mit unserem Rechtsanwalt vor Ort, haben wir das dann klären können und haben uns mit dem Mr. Holt geeinigt. Ja. Also was gibt's noch? Also ich bin nicht zum Charlie geflogen. Muss ehrlich sagen, das habe ich ja nie wirklich vorgehabt. Der Charlie ist ein viel lieber Kerl, aber naja, was soll ich sagen? Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch schon Gefühle für den Simon gehabt hätte. Und naja, wir zwei waren immer schon ein super Team. Und diese ganze Exportsache hat uns einfach nur den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Und ja, das in jeglicher Hinsicht. Wir sind jetzt schon über ein Jahr zusammen. Und ich glaube, es ist auch für die Mitarbeiter schön zu sehen, dass sie das so entwickelt hat. Es ist unerträglich. Ich zwar schmusen wie Teenager, so blöd in der Kantine. Und dann schmeißen sie irgendwelche Tasten um und kichern total verblödet. Also mir war es echt lieber, wie sie sie angeschrien haben. Kann es wieder gehen? Geh halt einfach. Hey Schatz, ich werde eine Frage machen. Mhm. Yes, I will discuss everything with my colleague and I'll get back to you as soon as possible. Thank you, Mr. Miyagi. Sayonara. War das der Mr. Miyagi, von dem ich glaube, dass es war? Ja. Was will er? Na, was wohl unseren Wilson nach Japan bringen will er?